Hallo und willkommen bei Thorsten und Linus Modellbahn. Ein Albtraum für jeden Modellbahner. Züge, die aufeinander zufahren, aufeinanderprallen und zurückbleibt ein Trümmerfeld. Ja? Da rennt man schnell los, versucht den Fahrregler noch auf Null zu drehen. Man versucht Züge festzuhalten, aber letztendlich ist man irgendwie zu spät und es kommt zu einem Unfall und ja, letztendlich ist das Rollmaterial beschädigt, die Anlage vielleicht beschädigt. Und was man machen kann, um da vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit zu gewährleisten auf der Anlage, dazu haben wir ein kleines Technik-Tutorial gemacht und da zeigen wir euch, wie wir unsere Modellbahnanlage gegen solche Unfälle etwas besser schützen. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Ja, willkommen zurück zu unserem Technik-Tutorial zum Thema Nothalt bzw. Notaus. Wir hatten dieses Thema in unserer generellen Vorstellung unserer Anlagentechnik, hatten wir das Thema schon mal angerissen und sind aus dem Video heraus von einigen von euch angesprochen worden oder haben Rückmeldung erhalten, ob wir denn nicht mal eine detailliertere Vorstellung unserer Funktionalität hier machen können, wie wir das ausgeführt haben. Und das machen wir natürlich gerne. Und dass das Video, das über die Anlagenelektrik, das verlinke ich euch natürlich gerne hier in dem oben in der Ecke oder beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wir kommen hier in eine etwas detailliertere Ausführung zum Thema Nothalt. Zusätzlich wurden wir auch noch befragt, wie das weitere Thema dann Gleissegmentierung für die Fahrspannung entsprechend bei uns aussieht. Dazu machen wir euch auch noch mal ein separates Video. Verlinke ich euch dann auch, sobald es zur Verfügung steht, verlinke ich euch das hier auch oben und auch natürlich in der Videobeschreibung. Aber zurück zum Thema Nothalt bzw. Notausfunktionalität. Wozu und weshalb braucht man sowas eigentlich? Und da kann man verschiedene Szenarien unterscheiden und die werdet ihr sicherlich auch grundlegend kennen, wenn ihr eine Anlage betreibt. Heißt also, im ersten Szenario wäre zum Beispiel der Fall, man ist wie hier mit einem Rechner unterwegs, man versucht einen Automatikbetrieb entsprechend zu fahren und ja, dann passieren halt einfach Sachen, da ist irgendwo plötzlich ist ein Waggon verloren gegangen, der steht plötzlich in einer Strecke. Es kommen Schaltbefehle zu einer Weiche nicht durch, man fährt plötzlich auf ein falsches Gleis oder es kommt ein Start- oder Stoppbefehl an einem Lokdecoder nicht an. All die Sachen, die so passieren können, führen dann dazu, dass man in Situationen gerät, wo plötzlich Züge aufeinander zufahren oder aber, sag ich mal, ein fahrender Zug auf einen stehenden auffährt, was auch immer. Ja, das ist ein Szenario. Ein zweites Szenario ist natürlich, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen im Spielbetrieb ist, ne? Heißt also, man fährt entweder über einen Rechner oder man fährt auch über ein Tablet oder ein Smartphone oder auch diejenigen von euch, die noch analog unterwegs sind. Man steht am Fahrpult oder am Fahrregler und ja, auch da kommt es natürlich zu Fehlern, rein menschlicher Natur dann in dem Fall. Heißt also, der zuständige Fahrdienstleiter, der hat gerade mal eben gepennt. Ne? Der war unaufmerksam und hat gar nicht gesehen, dass da jetzt ein Zug auf falsche Gleis gefahren ist und dass da noch was steht. Was auch immer da alles passiert und dann geht es natürlich los, ja, schnell den Fahrregler oder was auch immer und dann ist man vielleicht gerade nicht in der Nähe und dann passiert das auch. Ne? Und ein drittes Szenario ist natürlich immer wieder gern genommen, solange so Anlagen noch im Bau sind. Ja, da herrscht dann der normale Bauwahnsinn, dann wird hier mal Werkzeug abgelegt, da wird hier was vergessen, dann liegt da irgendwo noch ein Stückchen Holz oder was weiß ich, was man da alles mal so zwischendurch alles irgendwo auf den Gleisen abgelegt hat. Soll natürlich nicht passieren, aber ich glaube, ihr könnt das alle nachvollziehen. Also uns ist das schon mehrfach passiert. Trotzdem man schon zweimal drüber geguckt hat und trotzdem bleibt irgendwo was liegen. Und wenn man dann nicht genau guckt, dann passieren bei der Erstbefahrung dann auch so ganz eigenartige Sachen, dass man plötzlich gegen irgendwas rauscht und man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen. Oder man nimmt es wahr und man ist zu spät. Ja, wie gesagt, bis ich hier an dem Fahrregler bin oder auch auf dem Tablet umgeschaltet habe und so weiter und so fort, da ist das dann alles schon etwas schwierig. So, also das Fazit aber in allen drei Fällen ist, dass unter Umständen
hier ein Unfall passiert, ein Unfall doch mit relativ gravierenden Folgen im Zweifelsfall. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass heute so eine Soundlog oder eine digitale Soundlog irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 250 und 600 Euro kostet. Wenn ich hinten noch Personenwaggons dran habe, dann liege ich bei einem Personenwaggon irgendwo zwischen 60 und 120 Euro. Wenn ich das Ganze dann mal eben sehe, dass da irgendwas aufeinanderfährt, da bin ich schnell bei einem Wert von 1500 Euro. Der da gerade stark gefährdet ist, und da will ich eigentlich nicht nur zugucken. Und das heißt, ich muss irgendetwas tun. Natürlich habe ich hier in dem Steuerungsprogramm eine Nothaltfunktion. Aber wie gesagt, bis ich an der Maus bin und bis ich das da, die entsprechende Icon gefunden habe, ist das alles ein bisschen schwierig, ne? Und dementsprechend muss man sich da was überlegen, und wir haben uns da eine Nothaltfunktion überlegt. Die ist nicht ganz auf unseren Mist gewachsen. Da gibt es im Internet Anleitungen zu. Da haben sich Leute auch schon jahrelange Gedanken zu gemacht. Ich verlinke euch da ein paar Seiten unten in der Videobeschreibung. Da gibt es Leute, wie gesagt, die sich da mit befasst haben. Und wir haben das für uns ein klein wenig adaptiert und auf unsere Bedürfnisse entsprechend angepasst. Wie wir das Ganze dann technisch umgesetzt haben, dazu blende ich euch einfach mal ein Übersichtsschaltbild ein. Darauf, wenn wir uns da einfach mal von links nach rechts orientieren, sehen wir also, dass wir dort drei Taster haben. Davon ist bei uns einer dieser mobile Taster, der ist hier schnurgebunden, ne? Der macht aber auch nichts anderes. Da sieht man jetzt hier, die Gleichspannung ist an, das leuchtet hier grün. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann hört man, da klackt was, und dann geht das hier auf Rot. Das heißt, Gleichspannung ist out und aus. Und wenn ich das wieder mache, dann habe ich hier wieder das grüne Signal, und das heißt, die Gleichspannung ist wieder an. Das ist Taster 1. Wir haben an der Anlage auch noch, hoppala, jetzt fällt der gleich runter, schon Taster verteilt, also zumindest einen, zeige ich euch hier auf dem Bild, an der Nebenbahn, da ist schon ein Taster in den Außenrahmen eingelassen, und wir werden weitere Taster dann im weiteren Ausbau der Hauptstrecke, also des anderen Anlagenschenkels, werden wir dann entsprechend positionieren. Ob es einer wird oder ob es zwei wird, das schauen wir uns noch an, aber grundsätzlich ist die Funktionalität da relativ simpel, das sind einfach, die Dinger sind parallel geschaltet. Von daher kommt es nicht darauf an, ob da jetzt einer oder vier dran sind, ne? Und das entscheiden wir dann. So, und diese Taster, die wirken auf einen Stromstoßschalter. Das ist der, den wir gerade gehört haben. Das heißt also, so ein Stromstoßschalter, der hat zwei stabile Zustände. Also jedes Mal, wenn ich drücke, macht der entweder einen Kontakt auf, und beim nächsten Mal drücken macht er den Kontakt wieder zu, und beim nächsten Mal drücken macht er wieder auf und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist der maßgebliche also Hauptschalter, den wir dort haben. Und der hat einen Hilfskontakt, und mit diesem Hilfskontakt gehen wir auf die beiden Hilfsrelais. Die sehen wir hier, das ist das K0 und das K5. Und damit werden quasi dann die weiteren Kontakte gesteuert. Und da geht es dann natürlich weiter bei dem K1 zum Beispiel. Da haben wir dann die Kontakte K1.1 bis K1.3, zeige ich euch auch in einem separaten Übersichtsschaltbild. Da sehen wir nämlich, dass die drei Gleissegmente oder beziehungsweise die drei Anlagensegmente sind, die wir dort stromlos beziehungsweise die Fahrspannung zu- und abschalten. Ja, das sieht man hier auf der linken Seite dieses Übersichtsschaltbilds. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf unsere Nothalt, auf unser Nothalt-Übersichtsbild, dann sehen wir, dass das K5, was da ist, für den LED-Status zuständig ist. Das ist der LED-Status, den wir hier sehen, ne? Das heißt also, dass einmal grün leuchtet, dass einmal rot leuchtet. Dafür nehmen wir hier den Hilfskontakt, den K5.1. Der steuert einfach nur die rote und die grüne LED an und sagt einfach, Gleichspannung ist da oder Gleichspannung ist entsprechend nicht da. So, und das Hilfsrelais K1 hat noch einen weiteren Kontakt, einen weiteren Wechselkontakt, das ist der K14. Und diesen K14, den nutzen wir, das ist eigentlich nichts anderes wie hier die Rot-Grün-Lampe oder Leuchten. Die nutzen wir aber, um die Rückmeldung hier in das Steuerungssystem zu machen. Das heißt also, wir geben dann entsprechend Kontakte in den S88 Rückmeldebus, und über den S88 Rückmeldebus generieren wir hier im WinDigiPad hinter mir entsprechend Rückmeldungen, dass der Nothaus gedrückt ist und
oder auch nicht gedrückt ist. Und das sieht man dann auch, wenn man hier auf die Gleisspannungen schaut, dann werden die entsprechend, erscheinen die nicht mehr grün, sondern dann sind die einfach, die sind dann nicht mehr, dann sind die nicht mehr. Die Versorgung für den Nothalt, die holen wir uns aus dem Beleuchtungstransformator. Steht immer zur Verfügung. Die Beleuchtung wird ja erst bei uns im Nachgang dann entsprechend auch geschaltet. Und dazu mache ich euch dann auch nochmal ein weiteres Video, wie wir unsere Beleuchtungsschaltung haben, die Segmentierung bzw. auch die Einzel- oder Individualbeleuchtung für einzelne Gebäude. Aber wie gesagt, anderes Thema, mache ich euch ein Video. Wenn das soweit ist, verlinke ich euch das auch gerne hier, dass ihr das schneller findet. Aber wie gesagt, wir kommen vom Beleuchtungstrafo. Da steht immer Energie zur Verfügung und damit stellen wir eigentlich sicher, dass wir diese Nothaltfunktion auch immer entsprechend haben. Die Komponenten, die wir hier verwendet haben, das sind üblicherweise handelsübliche Komponenten, die sind für 24 Volt AC ausgelegt. Die funktionieren auch wunderbar hier mit den Modellbahntrafos, mit den 18 Volt, die da rauskommen oder 18 oder 19 Volt. Das hat bislang also nie zu Problemen geführt. Die Spezifikationen geben das auch her, also von daher passt das schon. Ich habe euch als einfaches Beispiel, ihr müsst die nicht eins zu eins so kaufen, das lässt sich sicherlich auch anders lösen, aber ich packe euch einfach die Komponenten unten in die Videobeschreibung, dann habt ihr eine ungefähre Idee, was wir da verwendet haben. Aber wie gesagt, da führen viele Wege nach Rom, man muss das nicht auf die gleiche Art und Weise mit den gleichen Komponenten machen. Das ist alles soweit erstmal offen. Und die Kosten, die hier entstehen für diese Nothaltfunktion, die sind auch relativ überschaubar. Das dürfte sich so im Rahmen 25 bis 30 € bewegen. Wenn man sich überlegt, dass man vielleicht nur einen Unfall damit vermeidet, der einen Schaden, der im vierstelligen Euro-Bereich im Zweifelsfall liegen kann, wenn ich da die 25 oder 30 € für ausgebe, dann habe ich da vielleicht schon echt einen Mehrwert entsprechend an meiner Anlage generiert. Ja, das war es auch schon. Unser kurzes Technik-Tutorial zum Thema Nothalt, Notaus bei unserer Modellbahnanlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr könnt was damit anfangen. Vielleicht baut der eine oder andere es nach. Wäre alles wu super, wunderbar. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, unten in die Kommentarfelder. Wir beantworten alles zeitnah oder versuchen alles zeitnah zu beantworten. Gerne lasst uns einen Daumen rauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Würde uns natürlich freuen. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr auch immer informiert. Wenn sich hier etwas Neues tut, dann verpasst ihr nichts. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss.